Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horse Tales. Und bevor wir anfangen, noch eine Sache. Ihr könnt nämlich bis zum 10. euch völlig kostenlos die Limited Edition des Spiels runterladen, wenn ihr es über Steam gemacht habt. Und ansonsten dürfte das auch in einem anderen Store funktionieren. Aber dafür müsst ihr einfach nur auf die Shopseite gehen. Und bis zum 10., wenn ihr euch das Spiel gekauft habt, bekommt ihr tatsächlich das Tinker DLC und die ganzen Pre-Order-Sachen völlig umsonst dazu. Aber fangen wir erstmal an. Ich habe ja meinen Stall gebaut und jetzt zeige ich euch heute, wie ihr es schafft, dass die Story vorangeht, denn wie ihr es schafft, dass ihr nämlich diese Quest, diese Wer ist Lilly Quest, wo ihr nämlich Lilly in der Rangliste übertreffen könnt, wie ihr das am besten schafft. Idealerweise habt ihr dafür auch ein Pferd, das sich nicht so schlecht macht in der Beweglichkeit. Ich habe da das bisschen das Problem, denn Wendigkeit ist nämlich bei Molly der schlechteste Stat. Aber wir werden es trotzdem mit Molly machen. Von daher müssen wir vorher ein paar Dinge machen. Wir müssen als allererstes Molly einmal sauber machen, denn ohne dass das Pferd sauber ist, ist es nämlich ziemlich langsam. Dafür machen wir Molly einmal fit. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann müsst ihr das Ganze nämlich so machen, dass ihr das in diesen Bereichen immer trefft. Ihr könnt dafür auch den Strahl verwenden. Das Ganze geht nämlich ein bisschen genauer, wie ihr nämlich hier seht. Der große Bereich trifft mehrere Sachen. So. Molly ist aber schon verdammt sauber, deswegen können wir hier einmal rausgehen. Ansonsten wichtig vor der ganzen Sache, unbedingt euer Pferd säubern. So, Molly hat nämlich jetzt ihre besseren Eigenschaften bekommen, dadurch ist sie auch direkt schneller. Dann striegeln wir Molly auch einfach mal, das ist nämlich zusätzlich wichtig. Da seht ihr auch da oben nämlich diese einzelnen Punkte. Dafür ist es wichtig, dass ihr immer genau diese Sache macht. Also ihr müsst sozusagen hier, so, immer genau diese Sache machen, die dort stehen. Damit meinen sie übrigens immer, dass ihr das Ganze schieben müsst, die Maus, bei den Sachen. Also jetzt hier nach oben schieben, nach unten schieben, so. Und nach rechts schieben und wieder nach links bürsten. Und damit habt ihr jetzt nämlich auch schon die Sache gerade weggemacht. Denn Molly hatte nämlich gerade ein wenig Angst und war dadurch langsamer. So, und wir machen Molly einmal sauber. Pferde pflegen hier für Anfänger. Denn nämlich sobald Molly sauber ist, ist sie nämlich auch direkt schneller. Und von daher müssen wir uns nämlich jetzt einmal aufmachen, dann die gute Lilly zu schlagen auf einem der Strecken. So, Molly ist fertig. Dann können wir auch nochmal direkt unser Pferd füttern. Ist immer eine sehr wichtige Sache vorher. Wir haben nämlich hier die unterschiedlichsten Leckerlis, die wir nämlich füttern können. Wir haben hier die Sachen, die wir als Möglichkeiten haben. Pfefferminzbonbons bekommen wir übrigens immer, wenn wir diese Sandburgen bauen. Wir geben einfach mal hier einen Apfel. Ihr seht auch an den Herzen auch noch, wie sehr euer Pferd genau diese Sache mag. Und dann ist nämlich unser Pferd erstmal hochgepowert. Wir kriegen dafür auch nochmal ein paar Punkte. Und jetzt geht es auf nämlich die gute Lilly einmal zu toppen. Das ist jetzt gerade wichtig und dafür gucken wir auf der Karte nämlich, was wir für Rennen haben. Wir haben einmal hier das Rennen und einmal hier diesen Startparcours. Und dafür könnten wir uns nämlich dann einmal auch nochmal direkt dorthin begeben. Das ist das Rennen, was wir am Strandbereich da haben. Da müssen wir einmal über den Hafen reiten und da reiten wir nämlich auch jetzt einfach einmal hin. So, ich habe hier schon alles so ein wenig aufgebaut in dem ganzen Bereich. Ein paar Sachen habe ich jetzt auch schon doppelt drin. Auch nochmal eine wichtige Info für euch. Wenn ihr nämlich übernachtet, danach spawnen nämlich die ganzen Ressourcen auch nochmal direkt wieder. Und ihr könnt alles noch einmal neu sammeln. So, wenn wir nämlich übrigens bei der guten Stelle angekommen sind, können wir auch nochmal gucken, ob wir dann vielleicht dort nochmal unser Pferd säubern. Denn das können wir auch direkt vor Ort auch nochmal machen. Falls ihr dann doch ein bisschen länger brauchen solltet und euer Pferd ist dann doch dreckig, dann könnt ihr das dort auch nochmal vor Ort reinigen. Nicht bei jedem Rennen, aber bei einigen der Rennen geht das dann doch. So, wir sind jetzt am Rennen angekommen. Ich habe hier die Lilly als Rivalin direkt eingestellt. Das macht ihr dadurch, indem ihr auf Platz 2 schon mal vorreitet. Dadurch bekommt ihr dann nämlich immer den Rivalen auch als direkten Konkurrenten rein. Bei diesen hohen Sprüngen ist es immer super wichtig, dass ihr da passend abspringt für. Und am besten dann die Leertaste oder je nachdem, welchen Button ihr nehmt, zum Springen gedrückt haltet.
So, dann am besten schön die Ausdauer rauspowern, aber macht nicht zu viel. Denn ihr müsst ja auch noch ein bisschen Energie haben, um dann am Ende weiterzureiten. Deswegen auch mal ruhig ein bisschen euer Pferd Energie tanken lassen. Gerade am besten vor den Sprüngen ist das gar nicht so verkehrt. Und dann wieder lospowern. Denn ansonsten habt ihr es nämlich am Ende zu krass. Wenn ihr komplett von der Ausdauer weg seid, habt ihr am Ende keine Power mehr, um noch zu sprinten und somit dann Lilly zu schlagen. So, und soweit haben wir es geschafft. Wir haben Lilly Felix geschlagen. Und kriegen dafür auch nochmal übrigens, by the way, richtig, richtig viele Ruhmpunkte dafür. Haben die Errungenschaft freigeschalten, Anfängerglück. Und damit, wer ist Lilly, auch nochmal hier als Bonus bekommen. Denn damit können wir dann nämlich weiter unsere Quest vorantreiben. Machen uns damit dann auf zurück zu unserem Stall, müssen mit Kiki reden. Kiki sehen wir selber, ist nämlich bei der Emerald Valley. Und dann geht es dort dann nämlich darin, unseren Konkurrenten, nämlich die gute Lilly Felix, kennenzulernen. Wir haben, nachdem wir Lilly jetzt geschlagen haben und zurück sind in unserem kleinen Stall, in unserem Anwesen, haben wir jetzt die Aufgabe bekommen, weiter Lilly zu besiegen. Aber im ersten Rennen haben wir sie erst einmal geschlagen. In den anderen Rennen geht das Ganze dann natürlich vergleichbar. Ich hoffe, dass ich euch mit diesen kleinen Tipps ein wenig weiterhelfen konnte. Dass ihr nämlich Lilly schlagen ist tatsächlich für den Anfang nämlich schon ganz schön schwer. Natürlich könnt ihr das mit besseren Pferden auch nochmal ein bisschen besser hinbekommen. Am besten empfehle ich euch dafür, sucht euch Pferde mit hoher Agilität. Und wir bauen dann jetzt nämlich hier weiter aus, denn wir müssen noch einiges hier machen. Und ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. And a song only have a lighter, lighter. Toss and I turn with ideas that will make things burn. You came across my intention to rule the world. What we're up against, we just gotta speak louder. I'll try to make amends for the damage control.